Maulkörbe gibt es viele, so wie auch die Gründe, weshalb wir uns für einen Maulkorb entscheiden. Auflagen, Tierarzt, Aggression, Antigiftköder und so weiter. Noch immer mit einem Stigma belegt, steckt er voller Vorurteile und Wertungen. Einzig und alleine sollte die Wertung in der Wertigkeit zu finden sein, denn die Qualität und passgenaue Form entscheidet über den Tragekomfort. Die große Herausforderung ist, zwischen der Formvielfalt und Qualität den richtigen zu finden. Meine Erfahrung, es ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Aufbau und Material entscheiden darüber, wie der Korb vom Hund angenommen und getragen wird. Was zeichnet einen guten Maulkorb aus? Der Tragekomfort verliert sich auch dann nicht, wenn der Hund in der Aktivität ist. Der Aufbau und das Material sind dabei von entscheidender Bedeutung. Freies Atmen muss gewährleistet werden. Dabei ist es wichtig, dass genügend Raum im Schnauzenbereich vorhanden ist. Der Korb darf aber dennoch nicht herumbacken. Für welchen Maulkorb man sich entscheidet, sollte nicht von persönlichen Gründen abhängen, sondern vom Verhalten des Hundes. Damit ist das Verhalten bezüglich sozialer Kommunikation gemeint, zum Beispiel Aggression, aber auch das Verhalten bezüglich des Tragens. Streift mein Hund den Korb permanent ab oder scheut sich beim Anziehen, muss nach der Frage des sauberen Aufbaus die Frage nach dem Komfort und Wohlbefinden bezüglich Hund erfolgen. Beobachte deinen Hund beim Tragen genau, wie verhält er sich, wie wohl fühlt er sich. Ich habe mich für die Marke Leinenschaft.com entschieden. Diese passgenau gearbeiteten Drahtkörbe verhelfen meinen Hunden, das Trainingsziel Maulkorb tragen als natürlich zu empfinden. Ob man den Maulkorb im Leben seines Hundes braucht, das weiß man nie. Meine Hunde brauchen den Maulkorb nur dann, wenn ich ihnen das Trainingsziel Maulkorb tragen ins Gedächtnis rufe. Am Ende laufen sie dann doch ohne herum. Aber ob nun mit oder ohne, in ihren Augen besteht da kein Unterschied.